Gefühlt lebt jeder Mensch Kaffee, aber habt ihr schon mal Kaffee gemacht wie in 1830? Ich glaube nicht. Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Es ist noch in unserer Ferienzeit. Keiner ist gerade im Büro. Deswegen dachte ich mir, ich mache mir heute einen kleinen Spaß und werde etwas Besonderes machen mit euch. Wie ihr wisst, kann man Kaffee auf die unterschiedlichsten Weisen zubereiten. Es gibt einen Vollautomaten. Oh ja, geil. Nicht mal angeschlossen. Es gibt eine Siebträgermaschine. Und noch diese anderen Wunderwerke der Techniken. Von einer French Press zum Dripper zur Kaffeepresse. Noni! Zum Mokka-Pot, zur Kaffeekapsel gibt es unfassbar viele Wege. Aber den klassischen aus 1830 kennt ihr sicherlich nicht. Dieses Gerät hier habe ich vor einer ganzen Weile bestellt und heute ist nichts drin, weil das ist der Müll. Ich habe es schon mal ausgepackt. Und heute ist es hier. Das hier, meine Freunde, ist eine Belgian Cipher. Das ist angeblich der Weg, wie 1830 Kaffee hergestellt wurde. Darauf bin ich aufmerksam geworden durch ein Video von Peter McKinnon. Der liebt Kaffee und Messer. Ich mag beides nicht und mache das nur für Klicks. Und auch für Subs, also ihr könnt gerne abonnieren. Das ist natürlich Quatsch, ich mag Kaffee schon sehr gerne. Und als ich die Tage auf Klo saß und mir so das Video angeguckt habe, weil auf Klo guckt man sich immer Videos an, habe ich eben dieses Video gesehen und musste direkt zuschlagen. Dieses ganze Gerät habe ich mir auf Amazon geschossen. Das kann man sich für 200 Euro kaufen. Ich habe aber Glück gehabt und habe es für 128 Euro bekommen. Und da ich bei Peter McKinnon schon gesehen habe, wie es ungefähr aussehen sollte, würde ich sagen, wir bauen das Ganze jetzt erstmal zusammen. Bisschen ungewöhnlicherer Winkel, aber ansonsten kann ich es euch nicht zeigen. Das hier ist die Base. Da kommt jetzt alles rein. Glas, wo alles rein drippt. Feuer. Die Platte. Und der Kessel. Und dann noch das Übertragungsrohr. Ich glaube nicht, dass das so heißt. Und das ist eigentlich schon alles. Dann werde ich mal wieder hier rüber. Jetzt das ganze Ding aufgebaut, wie es theoretisch funktionieren soll, habt ihr ja schon gesehen. Jetzt aber nochmal für uns, wie es bei uns theoretisch funktionieren sollte. Hier rein kommt gleich der Kaffeesatz. Um das Rohr ist hier so ein Filter gewickelt, damit nachher, wenn das Vakuum hier aufgebaut wird, der Kaffee hier durchgesaugt wird ohne Kaffeesatz, weil das wäre blöd. Als erstes müssen wir jetzt unsere Kartusche hier unten öffnen und dann nachher das Feuer da anmachen. Die geht aber immer wieder zu, wenn wir nicht hier oben Wasser reinfüllen. Denn wenn hier oben Wasser drin ist, dann geht das ganze Gerät runter, wenn dabei die Kartusche offen ist, hält das Wassergewicht den kleinen Pinöpel hier sozusagen zurück, damit sich das Wasser hier drin erhitzen kann. Wenn das Wasser hier drin warm wird und anfängt zu kochen, gibt es natürlich nur einen Weg, wo es rauskommt. Und das ist hier durch dieses Röhrchen. Und dementsprechend wird es direkt hier reingeleitet. Das heiße Wasser vermischt sich also mit dem Kaffeesatz. Und sobald hier kein Wasser mehr drin ist, heißt das Gewicht ist super leicht und das ganze Ding hier müsste hochgehen. Dadurch geht das Feuer aus und das Wasser wird durch das Vakuum, was hier drin erzeugt ist, wieder zurückgezogen und hier raus müssten wir dann frischen Kaffee zapfen. Ich würde sagen, probieren wir es aus auf einen frischen Kaffee um 18.45 Uhr. Gute Ideen, immer zu spät. It's Freddy. Was wir als erstes brauchen, ist 400 Milliliter Wasser. Nein, das Ding ist noch auf. Scheiße. Das Feuerding aufmachen. Profimann hier. Oben muss es fest verschraubt werden und dann noch natürlich Kaffeesatz. Uno, dos, tres. Ist doch viel zu viel. Deckel drauf. Dann brauchen wir nur noch zwei Sachen. Das ist einmal Zeit und einmal Feuer. Oh, guck mal. Ja gut, das kann jetzt kurz dauern, ne? In der Zwischenzeit möchte ich mich auch mal bei Paluten bedanken, der uns diese Neujahrsweisheit mitgebracht hat. Ach ja, und natürlich frohes Neues. Hey. Das wird euer Jahr, Leute. Das wird euer Jahr. Danke, Palle. Ich bin richtig motiviert jetzt. Grüße ihn raus. Und es ist gleich so weit, dass sich das selber deaktiviert. Es ist nur ein ganz kleines bisschen jetzt. Hä? Als ob es nicht fällt. Es ist doch weg. Oh mein Gott. Als ob es nicht fällt. Es ist genau drunter. Hä? Hält es das? Muss ich 1 Zentimeter höher? Ah, durch die Hitze, die jetzt hier entstanden ist, müsste der Kaffee eigentlich wieder zurückwandern. Dadurch, dass hier noch diese Hitze drin ist und hier keine Luft rein kann, muss jetzt also hier wieder reingezogen werden, um das Vakuum auszugleichen. Und der komplett frisch gekochte Kaffee zieht automatisch rüber in unseren Behälter. Einfach nur sick, oder? Das ist doch einfach nur vollkommen krank. Oh, ich find's so krass, Mann. Gut, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch der Test. Nehmen wir mal hier unsere kleine. Sitzt sehr leicht da drin. Ich habe Schiss, dass es schief geht, aber let's try. Wir müssen jetzt oben mal öffnen, damit hier ein bisschen Luft rein kann, damit das auch rausfließt. Komm. Guckt euch diesen Traum an. Das ist noch ein bisschen Handwerk dabei. Oh Gott, das muss jetzt schnell aus. Oh. Frischer Kaffee bei einer Vakuum-Kaffeemaschine. Krass. Alter, wie das dampft. Was ein Traum. Das ist wirklich insane. Wie cool ist es bitte, so einem alten Küchengadget nochmal zugucken zu dürfen, wie das funktioniert. Ich find's mega sick. Jetzt bleibt natürlich nur noch der Taste-Test. Haben wir Milch? Nein. Okay, ich würde sagen, let's try.
Geil. Aber inzwischen ist es auch 7:30. Von daher nur so semi-geil. Gut, ich würde sagen, dieses Experiment mit dieser Küchenmaschine ist vollkommen geglückt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, eins, wie ihr es fandet. Und zweitens, ob ihr noch alte Küchengadgets kennt, die ich auch nochmal reviewen soll und nochmal ausprobieren soll. Heute videomäßig mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, hier sind noch alle im Urlaub wirklich. Deswegen habe ich es einfach mal selber gemacht, weil ich Bock drauf hatte. 2022, direkt vor der Tür. 2 Millionen Abonnenten müssen wir dieses Jahr endlich mal voll machen. Von daher vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kuss auf die Nuss und tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.